Sie glaubten fest daran, dass nichts schiefgehen würde. Wir brauchen kein Helium, denn wir haben ja bewiesen, dass Wasserstoff genauso sicher ist. Die Konkurrenz schläft nicht. Wasserflugzeuge und viermotorige Maschinen wie die deutsche Focke Wulf 200 schaffen fast schon ähnlich lange Non-Stop-Flüge wie die Zeppeline. Weniger komfortabel, aber deutlich schneller. Für die Saison 1937 treffen weniger Frühbuchungen ein als im Vorjahr. Die Hindenburg soll von Mai bis November 18 Mal nach Amerika und zurückfahren. Beim ersten Start am 3. Mai vom neuen Zeppelinhafen in Frankfurt sind 61 Mann Besatzung und nur 36 Passagiere an Bord. Darunter auch Familie Döhner, Vater, Mutter und drei Kinder. Nach einer Weile begann dann der Aufstieg. Also dann fing die Musik an zu spielen und alle Leute drängten an die Fenster und so langsam wurden die Figuren und die Personen unten kleiner. Das kommt einem so vor, als ob die Erde nach unten weggehen würde. Nicht, dass man hochgeht, sondern die Erde schwebt nach unten weg. Und das Schiff ging wie in einem Aufzug nach oben und nahm langsam an Fahrt auf. Zum Start in die Saison 1937 kommen Bombendrohungen aus Amerika gegen das fliegende Symbol des NS-Regimes und die Zusicherung der US-Behörden, es bestehe keine Gefahr. Hugo Eckener bleibt in Deutschland und arbeitet an Konstruktionsplänen für einen noch größeren Zeppelin. Wegen des starken Gegenwinds hat die Hindenburg 10 Stunden Verspätung, als sie über Manhattan eintrifft. Wie jedes Mal heulen im Hafen die Sirenen zur Begrüßung. Amerikanische Stadtplaner wollen das Empire State Building als Landemast für Zeppeline nutzen. Eine Idee, die nicht mehr verwirklicht werden wird. Dann kommt ein Funkspruch aus Lakehurst. Ein Gewitter zieht auf. Der Kapitän entscheidet sich, die Landung zu verschieben. Blitze und starke Böen gelten als größte Gefahr für Zeppeline. Besonders bei Start und Landung. Dann sind wir ungefähr 1,5 Stunden, haben wir noch mal gekreist. Nach dieser Schleife ist uns dann gesagt worden, ja, jetzt ist das Wetter in Ordnung. Die Landung kann vollzogen werden. Abends um 7 kommt die Meldung, das Wetter klart auf. Die Passagiere stellen ihre Koffer zurecht. Im Speisesaal werden Tische freigeräumt für die Visakontrolle. Unten in Lakehurst stehen mehr als 100 Männer bereit, die Hindenburg sicher zu Boden zu bringen. Es hat mich immer wieder fasziniert. Allein schon, wie groß sie war und trotzdem so leicht zu handhaben. Jeder hatte eine Aufgabe. Manche waren an den Tauen, einige am Boden und wieder andere am Haltemast. An Bord filmt Vater Döhner letzte Bilder mit der Schmalspurkamera. Die Koffer sind schon gepackt. Der Vater nahm sein Kinogerät. Ich weiß nicht, ob er einen neuen Film holen wollte oder ob er nur das Gerät weglegen wollte. Er ging zur Tür hinaus, das war eine Schiebetür. Werner Döhner wird seinen Vater nicht wiedersehen. Zur gleichen Zeit trifft Herb Morrison letzte Vorbereitungen für seine Rundfunkreportage über die Landung der Hindenburg, die auf Schallplatte aufgenommen wird. Am Abend soll ein Kurier die Platte nach Chicago bringen, damit sie im Radio abgespielt werden kann. Morrisons Bericht wird zum einzigen authentischen Tondokument der Katastrophe. What a great sight it is, a thrilling one. That's a marvelous sight. It's practically standing still now. They've dropped
rope out of the nose of the ship and has been taken a hold of down on the field by a number of men. It's starting to rain again as the back motors of the ship are just holding it just enough to keep it from... It bursts into flames. The plane is falling. Get it started, get it started. It's fire and it's rising. It's rising terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames and it's falling on the ground. Tür ging zu, die Stühle, die links gestapelt waren, die fielen um und einen Augenblick später war alles in Flammen. Die ganze Luft war plötzlich ein Feuer. Meine Mutter hat meinen Bruder erst hinausgeschmissen, da hat sie nach mir gegriffen, da hat sie mich hinausgeworfen. Also ich muss irgendwie die Besinnung verloren haben. Und Walter rüttelte an mir, los Dicker, steh auf, wir müssen weg. Ich rannte zum Zeppelin hin mit den anderen fünf Männern, die bei mir waren. Wir wussten, wenn wir dort ankommen, wird das Feuer schon aus sein. Wir sahen einen Mann oben in der Kabine, er sprang ins Freie, aber es war zu hoch. Er ist in den Tod gesprungen. Und dann war da ein anderer, er lief weg vom Schiff und hatte keinen Fetzen Kleidung mehr am Leib. Nur noch die Schuhe, alles verbrannt, auch die Haut, die Haare, alles. Als wir zu den Kabinen kamen, saß da ein altes Ehepaar. Sie hatten nicht verstanden, was passiert war. Wir haben ihnen nur zugerufen, höchste Zeit, hier rauszukommen. Die beiden hatten keinen Kratzer abbekommen. »200.000 Kubikmeter Wasserstoff verbrennen in nur 37 Sekunden. Wie durch ein Wunder überleben 62 Menschen an Bord des Zeppelins. 36 verlieren ihr Leben. Die Verletzten werden im Blitzlichtgewitter der Presse in Krankenhäuser transportiert. Auch dort warten Reporter und Fotografen. Besonders stürzen sie sich auf Familie Döhner. Der Vater ist vermisst, Mutter und Kinder zum Teil schwer verletzt. Meine Schwester ist am nächsten Morgen um 3 Uhr morgens gestorben. Und die Hospitalverwaltung hat meine Mutter nicht mehr zu ihr gelassen. Ich hatte über 400 Akkreditierungen für die Presse auszustellen. Ich war ganz schön beschäftigt damit. Die Zeitungsleute waren verzweifelt, weil die Story ja schon gelaufen war. Sie flehten mich an, gib mir die Namen der Toten, der Überlebenden. Sag uns, warum es passiert ist. Erzähl uns die ganze Geschichte. Die Tragödie von Lakehurst ist nicht das schwerste Zeppelin-Unglück der Geschichte. Beim Absturz der amerikanischen Akron kommen 72 Menschen ums Leben. Doch es ist die erste Katastrophe, die auf Foto und Film festgehalten wird. An einem einzigen stürmischen Abend verlieren die Zeppeline ihren Zauber. Hugo Eckener, der Altmeister des deutschen Zeppelinbaus, wird noch in der Nacht des Unglücks zu Hermann Göring zitiert. Der Reichsluftfahrtminister war früher Jagdflieger und spottet gern über die Luftschiffe. Jetzt ordnet er an, kein Wort über mögliche Sabotage zu verlieren und den US-Behörden bei der Aufklärung volle Unterstützung zu gewähren. Als die Hindenburg verbrennt, ist die Graf Zeppelin gerade auf dem Rückweg von Rio de Janeiro. Eckener lässt sofort alle weiteren Flüge stornieren, dann reist er zur Untersuchungskommission in die USA. Mit dem Schiff. As long as investigation is pending, it is impossible for me to give you any statement or any ideas regarding the causes of the disaster. Eckener leitet eigene deutsche Nachforschungen ein, die zum gleichen Schluss kommen wie die US-Kommission.
Kein Hinweis auf Sabotage, aber Indizien für eine elektrostatische Aufladung der Aluminiumhülle in der gewittrigen Luft über New Jersey. Die Halteleinen der Hindenburg, so vermuten die Experten, seien durch den Regen feucht und dadurch zu Stromleitern geworden. Dagegen spricht allerdings, dass die Halteseile schon 4 Minuten lang am Boden verankert sind, als das Feuer ausbricht. Einer anderen Theorie zufolge ist die damals nur unzureichend getestete äußere Beschichtung der Hindenburg für das Unglück verantwortlich. Klare Beweise fehlen auch hierfür. Irgendwelche Indizien, die für einen Anschlag sprechen, gibt es nicht. Was einige überlebende und fantasievolle Drehbuchautoren allerdings nicht davon abhält, die mehr von der sabotierten Hindenburg weiter zu erzählen. Bis heute. Mit solchen Theorien kann man eben gut Bücher verkaufen oder Filme. Es gibt keinen Hinweis auf Sabotage. Aber die Gerüchte hatten natürlich auch damit zu tun, dass die Deutschen es einfach nicht wahrhaben wollten. Sie waren sich ihrer Technik so sicher, dass sie die Ursachen automatisch woanders suchten. Die gängigste Verschwörungstheorie geht davon aus, Hitler-Gegner hätten eine Bombe an Bord gezündet. In einem aber sind sich Experten und Phantasten einig, egal ob Bombe oder Unfall. Die Hindenburg wird nur deshalb zum Feuerball, weil sie mit Wasserstoff gefüllt ist. Überlebende und Tote werden per Dampfschiff zurück nach Europa gebracht. Vor der Abreise erweisen Zehntausende New Yorker den Opfern die letzte Ehre. Deutschland bittet jetzt offiziell um Helium für das Schwesterschiff der Hindenburg, die Graf Zeppelin II. Die USA lehnen ab. Für Hugo Eckener ist es das Ende seines Traumes. 2 Jahre später entfesselt Hitler den Zweiten Weltkrieg. Angriff oder Eingriff auf oder in amerikanische Gebiete. Luftbilder im Kino sehen jetzt so aus. 1940 ordnet Göring an, die letzten Zeppeline zu verschrotten und die Hangars in Frankfurt zu sprengen. Die Ära der großen Luftschiffe ist zu Ende. Die Zeit der großen Zeppeline ging mit jenem Todesflug der Hindenburg zu Ende. Ihre Nachfolger, die heute noch am Himmel Werbung machen oder für Touristen Rundflüge, sind im Vergleich zur Hindenburg nur Zwerge. Doch sie haben einen Vorteil, denn sie sind mit Helium.